Hallo zum nächsten Video der Berufsschule 7. Wir sind nach wie vor beim Thema SQL und kümmern uns heute mal um die Subselects oder zu Deutsch Unterabfragen. Im Wesentlichen geht es hier darum, dass man bei Selects auch in ein Select-Statement ein weiteres Select einbauen kann, eben diese Subselects. Und das Ganze funktioniert auch beim Update, das werden wir ganz am Schluss uns mal ansehen. Wir beginnen jetzt erstmal mit einer strukturellen Betrachtung unserer Select-Ergebnisse. Gucken wir uns mal folgendes Select an, also Select Count Stern auf irgendeine Tabelle. Und wenn wir das jetzt ausführen, sehen wir, nicht verwunderlich, das Ergebnis als eine Zahl. Und genau darum geht es jetzt. Wir haben jetzt festgestellt, dass das Ergebnis von der Form her exakt ein Wert ist. Ja, das heißt, wir kennen Select-Statements, deren Ergebnis exakt ein Wert ist. Und das müssen wir uns jetzt mal merken. Aber es gibt auch andere Select-Statements, beispielsweise dieses hier. Ich sage jetzt einfach, ich hole mir aus der Bestellungstabelle die Kunden-IDs raus. Ja, und dann sehe ich halt hier, wir haben jetzt hier zweimal die 10, einmal die 21. Ich hätte noch ein Distinct davor machen können, dann wären es nur zwei Werte gewesen. Entscheidend ist jetzt wieder aus Sicht der Struktur des Ergebnisses, ist, dass wir hier eine Liste von Daten haben. Und das ist jetzt insofern wichtig, dass die Werte untereinander stehen. Sie sind alle vom gleichen Typ, nämlich wir haben eine Liste von KIDs. Ja, alle sind gleichwertig, eine Liste. Das ist die zweite Form von Select-Ergebnissen, die wir kennen. Und jetzt gucken wir uns das dritte an, die dritte Form. Und zwar mache ich jetzt einfach mal hier ein Select auf ein paar Werte von zwei verschiedenen Tabellen. Das ist jetzt an der Stelle erstmal egal. Entscheidend ist, ich habe jetzt hier mehrere Spalten und mehrere Zeilen. Das heißt, mein Ergebnis hier ist jetzt in Form einer Matrix. Ja? Also ich habe jetzt hier mehrere Spalten und mehrere Zeilen. Wichtig ist jetzt, dass die nach oben kompatibel sind. Also ein Wert könnte genauso gut eine Liste sein mit nur einem Eintrag. Eine Liste könnte genauso gut auch eine Matrix mit nur einer Spalte sein. Und ein Wert kann auch eine Matrix sein, die halt nur eine Spalte und eine Zeile hat. Andersrum geht es nicht. Ja? Aber ich glaube, das ist relativ selbsterklärend. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir machen jetzt mal ein anderes Statement. Und zwar mit einer Bedingung. Ja, also Select Stern von irgendeiner Tabelle, wo die Anzahl ist gleich 1 und die Bestell-ID in einer Liste von 31 und 21 drin sein muss. So, und wir finden jetzt hier auch wieder die Strukturen Wert, Liste und Matrix. Jetzt nicht als Ergebnis, aber als Eingangsinformation in ein Statement. Wenn wir das ausführen, bekommen wir jetzt nicht wirklich überraschenderweise unsere beiden Zeilen. Entscheidend ist jetzt aber, hier steht jetzt ein Wert. Ja, wie gesagt, nicht als Ergebnis, aber als Eingangsinformation für ein Statement. Und hier haben wir eine Liste. Ja, BD in 31, 21. 31, 21 sind gleichbedeutende Werte, die halt in einer Liste drinstehen. Gut, die habe ich jetzt hier nebeneinander geschrieben. Ich hätte auch nach dem Komma ein Carriage Return machen können, dann würden sie untereinander stehen, aber wir haben hier eine Liste. Fehlt noch die Matrix, aber auch die ist da. Die Matrix würde sich hier verstecken, in der Bestellposition, weil die Bestellposition ist ja nichts anderes wie eine Tabelle und eine Tabelle sieht halt genauso aus wie die Matrix. Die hat Zeilen und Spalten. So, das ist jetzt wichtig. Das heißt, wir können jetzt sagen, wir kennen diese Strukturen Wert, Liste und Matrix bei Ergebnissen von Selects, aber auch bei Eingangswerten von Selects, wie wir es hier eben gerade sehen. Und genau das machen wir uns jetzt zunutze. Wir versuchen jetzt mal, beides zu verheiraten. Und dazu mache ich jetzt erstmal dieses Statement, also Select Minimum Price from Produkt P. Wir wissen, das ist jetzt wieder die Ergebnisform eines einzelnen Wertes, nämlich genau 187. Das ist jetzt einfach der günstigste Preis von unserer Produkttabelle. Und jetzt merke ich mir dieses Statement mal und schreibe jetzt hier das Ergebnis von diesem Statement einfach mal manuell rein. Also Select Stern vom Produkt, wer Preis ist gleich und das ist jetzt diese 187.
also der geringste Preis. Was ich bekomme, ist jetzt das billigste Produkt in der Tabelle, nämlich dieses Slim Sound Produkt ID 99 für eben diese 187 Euro. Und jetzt ersetze ich einfach diese 187 Euro durch das Select, das mir genau diese 187 Euro vorher erzeugt hat. Und wenn ich das mache und ich dieses Select wirklich als Zwischenergebnis, als Subselect entsprechend akzeptieren möchte oder verarbeiten möchte, muss ich hier Klammern hinschreiben. Wenn die nicht da sind, dann würde dieses Select eben nicht als Subselect erkannt und es wäre ein Syntaxfehler. So, damit haben wir unser erstes Subselect geschrieben. Wir sehen, oben steht Select Stern from Produkt, wer Preis ist gleich und jetzt kommt das Subselect in Klammern Select Min Preis from Produkt P. Ja, wenn wir das Ganze ausführen, dann sehen wir wieder eben unser Produkt. Allerdings jetzt eben in einem Statement und nicht in zwei Statements, wo ich zuerst den Preis und danach das Produkt rausgesucht habe. Also insofern erstmal nicht besonders kompliziert. Wenn ich das innere Select verstanden habe, kann ich eben das auch direkt dann einbauen. Sehen wir uns den zweiten Fall mit der Liste mal an. Hierzu mache ich jetzt Select Distinct Kunden-ID von der Bestellungstabelle B. Und jetzt bekomme ich hier meine 10 und meine 21 raus. Okay, eindeutig, das Ergebnis ist in Form einer Liste. Und jetzt mache ich das gleiche wieder, indem ich aus der Tabelle Kunde die Kunden rausziehe, die eben diese 10 und 21 als Kunden-ID haben. Und wenn ich das Ganze durchführe, sehe ich entsprechend die Namen Peter Kurz und Rita Müller. Okay, und jetzt passiert wieder genau das Gleiche. Also ich habe jetzt hier meine Liste 10 und 21 und tausche jetzt diese Werte mit einem Select aus, das mir eben genau diese Werte erzeugt. Auch hier brauche ich wieder die Klammern, das ist wichtig, sonst wird es nicht als Subselect erkannt. Und Überraschung, wenn ich das Ganze jetzt ausführe, habe ich hier meine beiden Namen Peter Kurz und Rita Müller. Das würde ich natürlich mit einem Join auch hinkriegen und ganz unter uns, Joins wäre an dieser Stelle auch wirklich die bessere Lösung. Aber es funktioniert. Also wichtig ist jetzt hier an der Stelle erstmal, wie sehen die Syntaxregeln aus. Ja, und insofern sehen wir hier ganz deutlich, wenn ich als Subselect-Ergebnis eine Liste habe, dann muss ich die mit in oder auch mit not in. Dann würde ich quasi die Kunden rauskriegen, die eben keine Bestellung haben. Damit muss ich sie eben verarbeiten, die Subselect-Ergebnisse. Okay, ja, war jetzt auch nicht besonders schwierig. Sehen wir uns jetzt die dritte Kategorie an. Und zwar die Matrix. Dazu habe ich mir jetzt ein bisschen komplizierteres Select ausgedacht. Ich würde jetzt gerne pro Bestell-ID wissen, wie viele Produkte, also im Sinne einer Produkt-ID, bestellt wurden. Das sind einfach die Anzahl der Bestellpositionen. Und dann würde ich auch nochmal gerne wissen, wie viele einzelne Produkte wirklich verpackt wurden, also die Summe der Anzahl Werte. Genau, das würde ich aber nur dann gerne wissen, wenn, sagen wir mal, die Anzahl der Items größer als 1 ist. Also immer dann, wenn es um mehrere Produkte geht. Ja, schauen wir uns das Select mal an, Select Bestell-ID. Unten sehen wir gleich Group by Bestell-ID, also je Bestell-ID. Wir erinnern uns, bei den Group by-Geschichten haben wir darüber gesprochen, wenn ich je Wert was haben möchte, muss ich immer gruppieren. Dann summiere ich einfach die Anzahl Werte pro Bestell-ID in Summe Anzahl und taufe das gleich Anzahl Item. Und Count Stern, die einzelnen Datensätze der Bestellposition zähle ich jetzt einfach noch, damit ich ein paar Werte habe. Und dann sage ich noch, es müssen aber mindestens zwei Produkte oder zwei Gegenstände in dem Paket sein. Okay, dann lassen wir das mal laufen. Und dann haben wir jetzt hier die Anzahl der Items, die Anzahl der Produkte und das Ganze mit der Bestell-ID 21 und 34. Die 31 fällt raus, weil eben die Summe der Anzahl eben nur 1 ist und nicht größer 1. Okay, damit wir halt irgendwas haben, was so in den Daten nicht drin ist, damit es überhaupt sinnvoll ist mit diesem Subselect. So, was mache ich jetzt? Ich würde jetzt gerne diese
Tabelle, wie ich sie jetzt auf dem Bildschirm sehe, also die mit diesen beiden Rows mit BID 2134, diese Anzahl Item, Anzahl Produkt, die möchte ich gerne so behandeln, als wäre es eine Tabelle. Ja, also ich möchte das jetzt als so eine, ja, man kann es als virtuelle Tabelle betrachten, mit dem möchte ich jetzt arbeiten. Ich möchte es verjoinen können, ich möchte darauf selektieren können, was auch immer. Also ich möchte so tun, als würde diese Tabelle, wie wir sie unten in der Konsole sehen, existieren. Und dazu packe ich das Ganze jetzt in Klammern rein. Und wir haben ja vorhin auch gesehen, wenn ich das Ergebnis eines Selects verarbeiten möchte in einem anderen Select, dann muss es in Klammern stehen. So, jetzt taucht es hier aber auf an der Stelle, wo normalerweise die Tabelle stehen würde, also nach dem From, alternativ auch nach dem Join. Dort würden ja auch Tabellen zu erwarten sein. Ja? Und ja, aber ansonsten hat sich erstmal nichts Großmächtiges geändert. Das Subselect-Ergebnis wird einfach in Klammern gepackt und dann kann ich darauf zugreifen. Und jetzt halt in der Form, als hätte ich sie als Tabelle vor Augen. Eine weitere wichtige Sache ist, ich muss dem Ding einen Namen verpassen, einen Alias. Und zwar deswegen, weil wir ja auf die Tabelleninformation dieser virtuellen Tabelle dann zugreifen müssen. Und dazu müssen die Dinge einfach einen Namen haben. X ist jetzt vielleicht nicht der schlauste Name. Muss mich ein bisschen reduzieren wegen dem Platz. Das sollte natürlich irgendwie einen sinnvollen Namen haben. Aber im Prinzip ist jeder Name okay, der nicht gerade von einer Tabelle, View oder einem Schlüsselwort belegt ist. So, und jetzt verjoine ich diese virtuelle Tabelle einfach mit meiner Bestellungstabelle. Ja? Und oben sehe ich jetzt, ich hole mir Select X. Stern, also alles aus diesem Subselect und von meiner Bestellungstabelle B nur das Datum. Und verjoint wird ganz normal, als würde diese Tabelle eben existieren. Und wenn wir das Ganze jetzt dann ausführen, dann sehe ich, ich habe wieder meine Werte aus dieser virtuellen Tabelle, Bestell-ID ans Item und ans Produkt und das Datum von der Bestellung hinzugejoint. Ja, also auch hier streng genommen keine wirklichen Überraschungen. Entscheidend ist aus meiner Sicht, dass man eben erstmal dieses innere Select sauber versteht und dann kann man es entsprechend in andere Selects einbauen. Also meine Empfehlung ist, Subselects immer von innen nach außen aufzubauen. Erstmal das Subselect mal ausführen, gucken, ob das Subselect das tut, was es tun soll. Und dann kann man es eben einbauen. Und klar, wenn es häufiger genutzt wird, würde man sowieso eine View draus machen. Aber im Wesentlichen ist ein Subselect und eine View sehr, sehr ähnlich zu sehen. Nur bei der View speichere ich dieses Subselect einfach ab. Aber dazu gibt es auch ein Video auf diesem Kanal. Jetzt gibt es aber noch eine Sache, auf die wir achten müssen. Und dazu schauen wir jetzt mal dieses Statement an. Ich habe jetzt hier einfach mal jetzt keine wirklich komplizierte Geschichte gemacht. Das Subselect ist jetzt einfach mal ein Select Stern from Produkt P, verjoint mit der Bestellposition und das war's. Und jetzt verzichte ich jetzt auf irgendwelche komplizierten Nutzungen von diesem Subselect. Ich sage einfach mal nur Select Stern, weil momentan geht es jetzt nur um dieses Subselect. Wenn ich nämlich das so ausführe, bekomme ich eine Fehlermeldung und zwar Duplicate Column, weil diese Produkt-ID ist in der Bestellposition und in der Produkttabelle drin. Und wenn ich jetzt dieses Subselect als virtuelle Tabelle interpretieren möchte, gelten die gleichen Regeln wie für eine ganz normale Tabelle, nämlich die Spaltennamen müssen eindeutig sein, sonst kann ich sie nicht unterscheiden. Und deswegen ist es Stern beim Select eigentlich immer eine schlechte Idee. Vor allem, und zwar eigentlich immer dann, wenn ich technisch mit den Ergebnissen arbeiten möchte. Und genau das tue ich ja hier. Ich möchte jetzt technisch durch das äußere Select auf die Ergebnisse des inneren Selects zugreifen. Das heißt, bei einem Subselect niemals mit einem Select Stern arbeiten, sondern explizit die Werte angeben. Also, ich möchte jetzt von der Bestellposition alles haben, von der Produkttabelle nur Bezeichnung und Preis. Die Produkt-ID muss ich ja nicht noch zusätzlich ausgeben, weil die habe ich ja auch aus der Bestellposition durch den Join ist es ja zusammengefasst. Und wenn ich das Ganze jetzt abschicke, dann bekomme ich eben die entsprechenden Werte sauber raus.
Jetzt gibt es noch eine weitere Möglichkeit, mit Subselects zu arbeiten. Die ist vielleicht nicht ganz so verbreitet, aber die ist auf jeden Fall auch wichtig zu verstehen. Und zwar machen wir jetzt mal Folgendes. Ich sage jetzt, ich selektiere von einer Bestelltabelle und ich, ja, also einfach select irgendwas from ganz unten Bestellung B. Soweit erstmal die Idee. Hier haben wir jetzt das Subselect. Und dieses Subselect macht jetzt einfach Folgendes: Es summiert mir die Anzahl mal Preis für die einzelnen Bestellpositionen. Ja, weil in der Bestellposition habe ich ja die Produkt-ID drin und wie oft dieses Produkt in der Bestellposition vorhanden sein muss. Also wenn ich mal die Z-ID 103 mir anschaue, dann ist die Bestell-ID 21 und die Produkt-ID 19, aber dieses Produkt wurde zweimal gekauft. Ja, also darf ich jetzt hier diese 349 Euro nicht einmal nehmen, sondern zweimal, weil in dem Karton, das dem Kunden geschickt wurde, steckt dieses Produkt zweimal drin. Und das ist jetzt der Betrag. So, das heißt, das wäre jetzt mein Subselect. Und entscheidend ist jetzt hier, dass ich hier eine Art Join habe, wo ich jetzt die Bestellposition und die Bestellung zusammenjoine. Der Witz an der ganzen Geschichte ist jetzt, dass die Bestellposition im Subselect drin ist und die Bestellung außerhalb. Das müssen wir sehen. Ja? Und im Prinzip, was jetzt passiert ist, dieses Select geht jetzt durch jeden Eintrag der Bestellung durch und pro Bestellungseintrag wird dieses innere Select ausgeführt. Und deswegen ist die Zuordnung mit diesem BP BID gleich B.BID wichtig. Dieser Join in Anführungsstrichen, das ist kein richtiger Join, sondern ich verbinde einfach das äußere und das innere Select miteinander. Aber dadurch erreiche ich jetzt, dass für das innere Select nur die Daten zusammengezählt und multipliziert werden, die für diese Bestell-ID entsprechend relevant ist. Wenn wir das Ganze jetzt ausführen, sehe ich jetzt, ich habe jetzt aus der Bestellung noch das Datum dazu geholt, pro Datum eben den Betrag. Ja, wobei pro Datum wäre jetzt nicht ganz richtig eigentlich pro Bestell-ID, aber ich gebe für jede Bestell-ID immer nur das Datum aus. So, wenn man das jetzt verstanden hat, also wenn man jetzt das anerkennt, ja, ich kann ein inneres Select machen und dieses innere Select mit diesem Art Join mit dem Äußeren verbinden, dann können wir das auch für eine andere Funktionalität verwenden. Und dazu machen wir jetzt mal Folgendes. Ich ergänze meine Bestellungstabelle um einen Betrag. Ich möchte jetzt hier einfach den Betrag, den ich vorher mit diesem Select gemacht habe, über ein Update hineinführen. Ja, das heißt, ich möchte mir jetzt ja, mehr oder weniger komplizierte Select sparen und möchte die Daten jetzt in dieser Bestellungstabelle persistieren. Das würde jetzt zwar unserem Redundanzgrundsatz widersprechen, aber es geht jetzt hier erstmal nur ums Prinzip. Ich möchte jetzt quasi ein Update schreiben, das mir dieses Select, was ich jetzt hier sehe, mit Hilfe eines Updates direkt in die Bestellungstabelle reinschreibt. Und da habe ich jetzt auch wieder die gleiche Situation. Ich habe ein Select, dieses Subselect, und eine äußere Tabelle. Die selektiere ich jetzt nicht, aber ich mache ein Update drauf. Und wenn man sich das Update-Statement mal anschaut, hat es ja sehr viele Ähnlichkeiten mit dem Select, weil ich muss angeben, welche Tabelle ist relevant und ich habe eine Where-Bedingung und so weiter und so fort. Schauen wir uns das mal an. Ich sage jetzt einfach Update Bestellung und jetzt Set Betrag ist gleich und jetzt kommt hier mein Subselect. Das ist jetzt wieder das Subselect. Und auch hier habe ich jetzt wieder dieses Art Join. Ich verbinde hier das innere Subselect mit dem äußeren Element und das ist in unserem Fall jetzt die Tabelle Bestellung. Und im Prinzip ist es genau das gleiche wie vorher, nur dass ich es jetzt nicht gleich ausgebe auf gleicher Höhe, sondern jetzt nicht pro Bestellungseintrag die Ausgabe mache, sondern pro Bestellungseintrag das Update durchführe. Und dieses Update ist auch wieder mit diesem ja, Pseudo-Join eben soweit verknüpft, dass ich pro Bestellung einfach nur die relevanten Bestellpositionseinträge eben zusammenaddiere und eben multipliziere.
So, wenn wir das Ganze ausführen, sehen wir hier, es sind drei Rows affected, das heißt, drei Zeilen wurden hier abgedatet. So, jetzt können wir uns die auch anschauen. Das Statement dazu ist uns einfach Select Stern from Bestellung. Und wenn wir es abschicken, sehen wir hier, dass unsere Beträge genau so eingetragen wurden, wie wir es vorher in unserem direkten Select hatten. Ja, das wäre jetzt so eine weitere Form der Nutzung des Subselects. Ja, damit sind wir auch schon durch. Jetzt sind wir relativ schnell durch dieses Thema durchgegangen, weil es steckt auch nicht viel dahinter. Wichtig ist bei den Subselects Punkt 1, man muss das Subselect erstmal komplett verstehen, wissen, was rauskommt, um es dann entsprechend sauber in ein anderes Select einzubauen. Wir haben eben gesehen, es gibt einmal den einzelnen Wert, dann die Liste und dann diese Matrix. Von der Häufigkeit her finden wir häufiger eben die Form ein Wert und die Matrix. Dieses Form der Liste mit dem in, ja, ist eigentlich seltener. Viele nutzen das, um auf Joins zu verzichten, da rate ich aber dringend ab. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich etwas mit einem Join lösen könnte, den Join vorziehen. Einfach weil es sauberer ist und ich beim Join eben den Zugriff über alle Tabellen habe und nicht nur über die äußere. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Dann diese Sache mit dem Update ist auch wichtig zu verstehen, weil ohne dieses Verständnis kriegen wir eigentlich keine sauberen Updates hin, sofern wir es überhaupt brauchen. Wie gesagt, das ist auch ein etwas skurrilerer Fall, weil wir die Daten in der Datenbank haben und sie eigentlich dupliziert in einer anderen Form wieder ablegen. Aber wichtig ist mir eben, dass das Konzept verstanden wird. Gut, ja, das war es soweit von meiner Seite zum Thema Subselect. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.